Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Jetzt ist es offiziell, Xavier Naidoo hat es sich mit RTL verscherzt und fliegt endgültig aus der DSDS-Jury. Seit Dienstagabend macht ein Clip die Runde, in dem Xavier Naidoo zu sehen ist. Darin singt der 48-Jährige einen Song, der nicht nur vielen Fans, sondern auch RTL mächtig Kopfzerbrechen bereitet. Ihm wird von vielen Seiten Rassismus und Fremdenhass vorgeworfen. Xavier fliegt aus der DSDS-Jury. Deshalb hat RTL sich nun dazu entschlossen, Xavier aus der DSDS-Jury zu schmeißen. Er ist nicht länger Teil der DSDS-Jury, bestätigt eine Sprecherin des Senders gegenüber Bild. Auf seinem Instagram-Account wies der 48-Jährige die Vorwürfe zurück. Das scheint dem Sender allerdings nicht gereicht zu haben. Seinen Job in der Jury ist der Soul-Sänger nun jedenfalls los. RTL steht für Vielfalt im Programm. Wir sind Verfechter der Meinungsfreiheit. Dazu gehört aber auch, dass wir jede Form von Rassismus und Extremismus entschieden ablehnen. Die jetzt aufgetauchten Videos von Xavier Naidoo haben uns massiv irritiert, erklärt Jörg Graf, Geschäftsführer von RTL. Unsere Bitte, seine Äußerungen im Dialog und live bei RTL persönlich und öffentlich zu diskutieren und zu erklären, hat er bislang unbeantwortet gelassen. Gerade diese Diskussion fänden wir wichtig, da für uns die Aussagen im Video und seine Kommentierung danach überhaupt nicht zusammenpassen. Danke fürs Zuhören, tschüss.